Ja, 1-0 Heimerfolg heute hier gegen Jan Regensburg bei uns in der MCC Arena. Bei uns steht unser Angreifer Luca Schuler. Luca, wo soll man anfangen? Heute 1-0 Heimsieg. Du hast uns in der 68. Minute dann zum Sieg geschossen. Letztendlich dein erstes Pflichtspieltor die Saison, dein erstes Zweitligator. Und Dommer hat dir einen Assist gegeben. Beschreib mal das Tor. Ja, erstmal bin ich überglücklich über das Tor. Da wurde es mal Zeit. Ich hatte letzte Woche das eine oder andere Tor nicht gemacht, das ich hätte machen müssen. Ja, dass Dommer die Vorlage gibt, ist natürlich auch eine schöne Sache. Wir reden ab und zu mal drüber vorm Spiel, wenn es möglich ist, dass er den Chip halt spielt. Wir uns da ja, mit Augenkontakt verbinden und dann, ja, dass der Ball gespielt wird. Ja, sind natürlich überglücklich über den Sieg und ja. War es auch das zweite Heimspiel in Folge, was wir gewinnen konnten? Das war das erste Mal auch zu null in dieser Saison in der zweiten Liga. Wie wichtig sind diese Faktoren, um letztendlich dann auch Erfolg zu haben? Also erstmal zu null zu spielen ist immer wichtig für uns. Wir haben die leichten Fehler abgestellt, haben sauber verteidigt, haben die Standards gut verteidigt. Das war sehr wichtig, das hatten wir auch im Schwerpunkt unter der Woche im Training. Und ja, zu Hause müssen wir einfach gucken, dass wir auch eine Wucht werden, eine Macht werden. Mit unseren Fans zu Hause ist das eine Wahnsinnssache, wie die uns nach vorne peitschen. Das ist schon brutal. Du hast gerade gesagt, zu Hause eine Wucht werden, eine Macht werden. Die Fans auch heute wieder über 19.000 im Stadion gewesen, durchgängig laut, haben euch angefeuert. Noch ein paar Worte zu den Fans? Ja, jede Woche einfach überragend. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir vor so tollen Zuschauern und Fans spielen dürfen. Ist sicherlich einzigartig in Deutschland. Wir sind sehr, sehr froh über jeden, der ins Stadion kommt und uns nach vorne peitscht. Und da einfach ein riesen Dank an die Jungs und Mädels, die da kommen. Legen wir noch kurz voraus, nächste Woche Sonntag, dann Auswärtsspiel SV Sandhausen, auch wieder sonntags 13:30 Uhr. Was wird uns da so erwarten? Ja, ich denke, ähnliches Spiel wie heute. Wir müssen einfach schauen, dass wir unser Spiel durchbringen. Wie der Gegner das da macht, ist für uns gar nicht so entscheidend. Wir wollen unser Spiel durchbringen und unsere Chancen kreieren, unsere Chancen nutzen und auch vorne intensiv anlaufen, wie wir es gewohnt sind von uns. Und dann ist es egal, was der Gegner macht, aber da wollen wir natürlich wieder die 3 Punkte holen und dann die Stimmung von heute mitnehmen. Alles klar, Luca. Dann vielen Dank für deine Zeit. Gute Regeneration. Bis Sonntag in Sandhausen. Dankeschön.